Dogspotters 2016. Okay. Haben alle in die Kamera geschaut? Ja, ich denke. Ich habe in die Kamera geschaut. Selbstverständlich. Okay. Das mit dem, nicht mit dem, wie viele Filme sie schauen, sondern, was hatte ich gesagt? Das ist der Reporter eigentlich immer. Ja. Das haben wir mit in die Umfrage geschrieben, glaube ich, oder? Hast du das mit drin? Was ist die letzte Umfrage? Ich habe, da meint ihr jetzt mit dem Alltag, oder was? Nee. Wann müssen sie aufstehen und so? Doch, ja, genau. Wie lange ihr wollt ihr das wirklich mit reinnehmen? Ja. Weil während des Festivals jetzt sozusagen. Ja, genau. Okay, gut. Ja. Dann schreibt also Besucher tatsächlich. Also das hätte mich jetzt eigentlich auch vielleicht bei ihr, weil die Besucher, ja, die gehen wahrscheinlich. Ja, diesen, wir machen ja diesen Steckbrief auch mit ihr, weißt du? Das kommt ja. Achso, er macht jetzt einen Steckbrief. Ja, ja, ich mache den Steckbrief. Ja. Weil ich finde, so die ganzen Ideen, die wir haben, sollten wir nebenbei noch aufschreiben, anstatt zu sagen, für später aufheben. Nicht, dass wir die dann komplett wieder vergessen. Gut. Und dann kann man das natürlich, wenn es so viele sind, kann man das auch so splitten, dass man eben sagt, die einen interviewen die beiden israelischen Uploading Holocaust-Regisseure und die anderen Serge Losnitzer. Also ich würde da in dem Fall eine große Gruppe schon für sinnvoll halten, damit man eben auch all die Veranstaltungen abdecken kann. Schreibt doch mal mit auf, wer das alles ist. Das ist ein Teil auf jeden Fall, ne? Ich weiß nicht, ich würde auf jeden Fall gerne noch was mit Religion machen. So, also, du machst mindestens 3-4 Sachen. Also du kannst dich da jetzt total gerne melden und... Caro, ich hätte... Ach nee, jetzt, wir sind noch bei dem anderen, ne? Ja, warte mal kurz. Schreib dich mal mit auf. Ja. Es ist ja auch immer so eine Sache, dass man braucht einerseits das inhaltliche Team, was vorbereitet, die Interviewfragen sich ausdenkt, sich erstmal an die Recherche tut. Ja, das ist zum Beispiel super. Gleich so ein Wahlkampf in der Schule. Ja. Und dann gibt es das technische, oder das gesamte Interviewteam, ne, mit vor und hinter der Kamera. Dann müssen wir überlegen, zum Beispiel interviewen wir den YouTuber ganz normal mit einer fetten Kamera, ja, oder interviewen wir den YouTuber wie der YouTuber Johannes selber, ne, mit Selfie-Stick und so.